Geh mal auf den Balkon. Okay, ich geh mal auf den Balkon. Ich bin auf dem Balkon. Da fehlt ein EN-Chesser. Trinken. Und danke fürs WB. Aber ja, ich habe jetzt auch noch eine volle Flasche Wasser hier stehen. Zeig mal Inventar, Indoor. Das Fernglas haben wir eben schon benutzt. Das Fernglas habe ich eben schon benutzt. Also da haben wir da hinten was erkannt. Aber das hat uns irgendwie nicht so wirklich weitergeholfen. Weil das ist irgendein Stein, den wir da gesehen haben, mit dem wir aber noch nichts machen konnten. Ich glaube nicht. Ich wüsste auch, also hier passiert ja auch jetzt nichts mehr, wenn man hier rumklickt. Oh, der Mond ist heute Nacht wirklich sehr groß. Meine Güte. Brownie, dankeschön für den Host. Vielen, vielen Dank. Einen wundervollen, wundervollen guten Abend zusammen. Dankeschön. Einen guten Abend, liebe Krümels und alle mit rübergerutschten. Dankeschön. Wir sind gerade ein bisschen in einem Grusel-Horrorspiel unterwegs. Grusel-Wimmelspiel, so muss man sagen. Nachdem wir vorhin ein Horrorspiel gespielt haben, was irgendwie nicht so cool war wie gedacht, wie gehofft. Und deswegen gab es einen Spielwechsel. Und wir wimmeln uns jetzt gerade durch ein kleines Geisterhaus. Oder so klein ist es gar nicht, es ist so etwas größer. Und wie Betatras. Und Maxey. Und hallo Lexi. Ah, danke, Brownie. Dann noch viel Spaß beim Unterwegs sein. Nee, Someday You Will Return war nichts für mich. Hat mir gar nicht gefallen. Ich habe mich da bei zu vielen Ecken und Enden an dem Spiel gestört. Und deswegen haben wir das Spiel geswitcht. Ich war, tatsächlich habe ich, hatte ich erst ein, zwei Mal bei Steam, tatsächlich habe ich das Spiel zurückgegeben. War nichts für mich. Das Spiel war so gut, wir mussten aufhören, genau. Nee, mich haben da ein paar Ecken und Enden echt getriggert, die mir nicht gefallen haben. Okay, hat irgendwer eine Idee, wo wir weitermachen können, gerade an der Stelle? Wald. Okay, alles klar. Und Saint 2K, danke dir fürs Follow, machst du gemütlich. Man muss nicht alles mögen, finde das vollkommen okay. Ja. Ist ja auch nichts gegen Leute, denen das Spiel gefallen hat, so. Jedem das seine. Aber meins war es halt nicht. Meins war es nicht. Warte mal, können wir mit der Taschenlampe in den Wald leuchten, wo hier die ganze Zeit jemand anscheinend ja unterwegs ist? Nee. Ich sollte sofort zurück ins Haus gehen. Ja, aber leuchte doch mal. Ne. Macht sie nicht. Trigger Zero, guten Abend. Also hier brauchen wir den Eimer für, den haben wir ja noch nicht. Dementsprechend macht es mit der Kurbel auch aktuell noch keinen Sinn. Der Vollmond sieht irgendwie bedrohlich aus. Hm.
Tja. Das ist alles nur dieses, hier läuft irgendwer rum, bla blub, aber wir können halt nicht die Taschenlampe benutzen oder ähnliches. Der Screen. Hier im Screen muss ich was tun, okay. But what? Hey Marion, guten Abend dir. Viel zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Soll ich den Weg ableuchten? Oh lol, ich soll den Weg ableuchten? Oh wow. Das ist Heathers Lieblingsring. Allerdings steckt er fest. Ich brauche etwas, um ihn herauszuziehen. Bleistift? Nicht? Uhrenzeiger? Auch nicht. Dein Ernst? Oh, da hinten. Der Uhrenschlüssel. Der Uhrenschlüssel. Gehen wir erstmal dahin. Oha. Eins von sieben Totenköpfen und hier brauchen wir irgendein Peak-Symbol. Okay, aber wir haben den Schraubenschlüssel. Der sollte ja oben beim Fenster funktionieren, ne? Theoretisch. Hier. Und zack. Ach du meine Güte, alles klar, Moses. Schlaf schön. Dann ab ins Bett mit dir. Oh. Ah, so kommen wir ins Badezimmer. Ich verstehe. Was liegt hier? Boah, okay. Legen wir halt einen Föhn in die Badewanne. Vielleicht lassen wir es aber auch einfach. Der ist definitiv kaputt. Vielleicht kann ich ihn mit Hilfe der Gebrauchsanweisung reparieren. Vielleicht kann ich irgendwo eine Gebrauchsanweisung finden. Okay, also finde die Gebrauchsanweisung für den Föhn. Fleckenentferner. Oh, das ist bestimmt fürs Blut unten. Hier ist auch das Feuerzeug. Guck mal, plötzlich macht alles Sinn. Und das sieht wie eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester aus. Es versteckt sich nicht mehr. Etwas stand in der Ecke des Wohnzimmers und beobachtete mich. Ich wagte es nicht, das Licht einzuschalten und ging nach oben. Doch es ist mir gefolgt. Die Bretter hinter mir knackten, aber ich konnte mich nicht umdrehen. Hier fehlt eine Pferdekutsche. Ja, die habe ich. Warte. Ach, meine Güte. Da. Dum, dum, dum. Okay. Der ist richtig. Das sollte so eigentlich richtig sein. 1, 2. Nee, 1, 2, so. So, die sind richtig. Und das Pferdchen. Fehlt da nicht eigentlich noch der Kutscher? Ein Pentagramm. Da wissen wir auch, wofür wir was brauchen.
klauen? Man weiß es nicht. Wieder lustige Kombiererei. Wir haben Streichhölzer. Eine Kerze. Einen Korken. Nicht Korken hier. Stöpsel. Keller. Magnet. Ich finde die Wimmelbilder tatsächlich ganz cool gemacht, weil man eigentlich gar nicht weiß, wonach man sucht, aber Dinge kombinieren muss. Der Wasserhahn fehlt. Nee, der Wasserhahn fehlt nicht, aber die Rädchen hier fehlen. Zu dunkel, um was zu erkennen. Ja, es gibt einen zweiten Teil davon, das stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Oh, Klebeband. Ich sollte zuerst das undichte Rohr reparieren. Nicht mit Klebeband? Ich finde, mit Klebeband kann man hervorragend... Ach, das da oben. Okay. So. Stöpsel ist drin. Fehlen nur noch die Rädchen. Die Seife klebt an der Schüssel. Dann hol sie doch da raus. Aber wie hilft uns das jetzt bei diesem blöden Rädchen für den Wasserhahn? Drachenmutter, schlaf schön. Bitte nach dir. Was zum Durchschneiden. Was zum Durchschneiden. Ich sehe hier kein Rasiermesser oder sowas. Nicht mit bloßen Händen nach einer Klinge. Hä? Warum mussten wir jetzt Wasser und Seife in dieses Becken geben, damit wir mit dem Magneten nach einer Klinge angeln können? Aber kann ich auch gar nicht. Oh. Es lässt mich auch so gar nicht angeln. Ah, da ist was in der Seife. Ah, okay. Deswegen. Was man halt so in der Seife versteckt. Eine Rasierklinge. Eine Pinzette. Oh, die brauchen wir bestimmt für den Ring. Oh, das Zimmer ist auch neu. Es ist nur eine Puppe.
die einen Tresorschlüssel dabei hat. Eine echte Schönheit. Ich habe diese Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester gefunden. Sie hat es in Eile in ihr Tagebuch gekritzelt. Irgendjemand muss ihr große Angst eingejagt haben, als er oder es versuchte, in ihr Schlafzimmer einzudringen. Wird sie etwa unter Wahnvorstellungen? Es will in das Schlafzimmer eindringen. Ich sah, wie sich der Griff bewegte. Ich traue mich nicht mehr raus. Hilfe, bitte hilf mir doch jemand. Junge Heather. Meine kleine Schwester Heather, mir wurde immer berichtet, dass Zwillinge eine spezielle Verbindung zueinander haben, aber ich war schon immer anders. Heather war sehr extrovertiert und wollte neue Erfahrungen sammeln. Sie hat sich immer gegen Autoritätspersonen gestellt. Es war ihre Idee, nach oben zu schleichen. Ich weiß nicht, ob es ihr Abenteuerdrang war oder sie unsere Mutter herausfordern wollte. Sie mochte es, dass es unserer Mutter nicht gefiel, wenn sie bei den Laudius war. Aber deren Haus war wirklich einzigartig. Sie zog so früh, wie sie konnte, von zu Hause aus und in die Stadt und kam nur sehr selten zu Besuch. Dann kam ihre Besessenheit in Bezug auf Mutters Tod und einer Verschwörung. Das letzte Mal, als ich Heather sah, beschimpfte sie mich als Verräterin, da ich ihr nicht geholfen hatte. Ich bin doch nicht diejenige gewesen, die das Haus und unsere Großmutter verlassen hat. Ich habe einen guten Job und einen wundervollen Freund gefunden. All das hätte sie auch erreichen können. Meine Schwester hatte sich verbarrikadiert. Leider hat das nicht geholfen. Oh, was ist das? Anti-Rost-Spray. Könnte es sich hierbei um das Haar meiner Schwester handeln? Ich muss es irgendwo reintun. Ich hab nichts zum Reintun aktuell, leider. Die dunkle Passage führt nach unten. Die Passage wirkt endlos. Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Okay, das ist ja super. Hockt also irgendwas im Dunkeln da und guckt uns zu. Aber wir müssen hier halt auch irgendwie wieder rauskommen. Kann ich... Ah ja, ich kann hier auch wieder zurück. Okay. So, dann gehen wir uns erstmal den Ring holen und anschließend die unschuldig aussehende Pentagrammtür öffnen. Die Gebrauchsanweisung für den Föhn ist hier. Sehr schön. Wir können also gleich den Föhn reparieren. Okay, wir haben den Ring. Die Taschenlampe ist jetzt tot. Nutzlos, solange ich keine neuen Batterien finde. Die Taschenlampe ist tot. Ein Zahn? Warum liegt hier ein Zahn mitten im Blut? Das ist ein bisschen ekelig. Also das ist wirklich, wirklich ein bisschen ekelig. Ach so, vor der Pentagrammtür gehe ich noch schnell den Tresor öffnen. Noch ein Totenkopf. Auf der fehlenden Seite stand etwas geschrieben. Ich kann die Umrisse noch erkennen. Wenn ich einen Bleistift hätte, könnte ich es wieder sichtbar machen. Nichts leichter als das. Was war das? Die Zeichnung könnte ein Hinweis sein. Ja, aber worauf? Was? Lässt sich halt nicht so geil gerade farblich unterscheiden, aber okay. Das da.
Ja gut, hier ist jetzt ein bisschen Rätselraten, was welche Farbe wohin muss. Okay, und das Teil muss... da vorne hin. Mitte, oben, unten. Oder? Ist es unten oder ist es Mitte? Okay, wir haben einen Föhn. Ricardo, hello. Achso, ich dachte, wir können noch in den Spiegel gucken. Und Extreme Kong, hey, guten Abend. Okay, wir haben einen Föhn. Ich würde ja fast tippen, dass wir mit dem Föhn das Eis um den Eimer schmelzen können, oder? Danach ist aber die Pentagrammtür dran. Das ist halt einfach mal der ultimative Föhn und absolut unfassbar schnelles Entfrosten. Wir waren im falschen Zimmer. Ich glaube, dass etwas in dieser großen Kerze versteckt wurde. Vielleicht sollte ich sie anzünden. Das ist eine Schnellbrennkerze. An einigen Messern hängen Schlüssel. Oh, ich würde sagen, wir haben die Küchenmesser gefunden. Ich kann die Messer nicht herausziehen, weil... aus Gründen. Sie versteht mich. Sie wird mir helfen, Rache zu nehmen. Bevor ich sie fand, war ich so alleine. Was hat das zu bedeuten? Heather, es tut mir wirklich leid, dass du da alleine... dass du das alleine durchstehen musst. Was haben all diese Zeichnungen zu bedeuten? Unter anderem mit der Bürste und dem Herz beschwört man anscheinend den Teufel. Gut zu wissen. Und wir haben nochmal einen Öffner gefunden. So, das Peak-Ding brauchten wir hier, ne? Ja. Und erhalten eine Harke. Noch nicht sicher, wofür wir das brauchen, aber wir haben den Eimer für draußen, für den Brunnen. Und erhalten einen Anhänger. Okay. Wir haben also jetzt ein ziemliches Schmuckarsenal dabei. Der Kamm bzw. die Bürste war wohl das letzte Symbol, was den Entwicklern für den Kreis noch einfallen musste. Das wirkt unter anderem etwas deplatziert. Ein bisschen aber nur. Rufus, schlaf schon. Gute Nacht dir. So, wo machen wir jetzt mit diesen Sachen hier weiter? Öffner, Harke. Den Öffner könnten wir vielleicht in der Küche benutzen.
Plastikbeutel. Wir brauchten das für oben, für die Haare. Okay. Fürs Team schlaf schön. Also wir haben halt immer noch diese dunkle Passage, aber ich weiß noch nicht genau, wie wir da runterkommen sollen. Das hier hatten wir soweit auch schon alles, ne? Ja. Das hatten wir auch soweit alles. Ich weiß, wo mindestens zwei Sachen hingehören. Ich weiß es leider noch nicht. Noch nicht. Ob die Schlüssel an der Messerwand diese Schlüssel sind? Komplett. Das passt hier auch noch nicht hin, ne? Ein Arm scheint zu fehlen, aber den Arm haben wir nicht. Arm haben wir nicht, leider. Okay. Fehlt nur noch das hier. Auge. Auge. Es könnte Auge sein. Lexi, schlaf schön. Könnte das mit dem Weg müssen halt hier noch dran, ne? Aber wofür brauchen wir die Harke? Sehr schlaf schön. Brauchen wir die Harke?
wundert es ein bisschen, dass hier bei der Puppe gar nichts ist. Na, draußen habe ich ja eben geguckt, aber da war ja nichts mehr, was man machen konnte, leider. Ach, hier kann ich, das kann ich gar nicht mehr anwählen hier mit dem Durchgang. Okay, gut zu wissen. Da sollen wir also tatsächlich gar nicht lang gehen. Hier muss man streng genommen noch irgendwas tun müssen, sonst könnte ich hier gar nicht ranzoomen. Aber das Spiel lässt mich hier nichts mehr machen. Ich mag die Hintergrundmusik auch, aber tatsächlich einfach deswegen, weil sie mich die ganze Zeit an John Sinclair erinnert. Nee, die Glasschränke im Bad konnte ich nicht anwählen. Kann hier halt auch nichts mehr machen, ne? Die Griffe fehlen. Kann ich das damit irgendwie aufdengeln? Nee, kann ich auch nicht. Das Spiel ist halt leider Gottes in seiner Logik echt ein bisschen... Logisch. Hat man ja nicht immer, ne? Oh, guck mal hier. Da. Da ist das Ärmchen. Yeah. Wo kommen wir denn da hin? Ja, ganz genau. Mist. Nein. Och, komm schon. Das habe ich nicht angeklickt da oben. Oh, warte. Oh, warte. Ist gar nicht das. Das. Runter, seitlich. So. Dam, dam, dam. Und der ist eine Stufe weiter, gerade hoch. Ah, da sind die Augen. Und mal gucken, wen oder was wir jetzt beschwören. Oh. Könnte nützlich sein.
Oh mein Gott, ich glaube, wir schließen jetzt die Kellertür auf. Tatsächlich passiert oder scheint es mir nur so? Da gehe ich sicherlich nicht runter. Es ist viel zu dunkel. Dann nimm das Feuerzeug mit. Okay, nein, macht sie nicht. Kann ich hier... The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. Treehouse. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me? Szene 2. Okay. Hier geht's weiter. Aber hier machen wir tatsächlich morgen weiter. Hier machen wir tatsächlich morgen weiter. Weil mein Kopf gerade sagt, nö. Weil mein Kopf gerade sagt, Kopfschmerzen. Geil, dass sie sogar Fenster so mit ihrem Blut noch so vermalen konnte. Ja, aber es ist halt auch nicht so ganz klar, woran sie gestorben ist, ne? Das wissen wir noch nicht, aber ich denke, das werden wir noch erfahren. Das werden wir morgen erfahren. Komm, Player. Habe ich nicht vorhin meinen Profilnamen geändert? Das Horrorbild ist ganz...